So, ich habe ja so ein bisschen Angst davor und Alter, 5 ist die maximale Schwierigkeit, ne? Junge, Junge, Junge. Das kann ja noch was werden hier in dem Spiel. So. Aber der Start geht mit Ente gut, alles gut. Der Name gefällt mir. Und. Oh, ich habe jetzt schon wieder das Herz verpasst. Nee, haben es noch erwischt. Perfekt. Was? Was ist denn jetzt hier los? Was? Deswegen auch. Ente gut, alles gut. Wir werden in eine Ente verwandelt. Na schön. Was für Attacken haben wir hier? Wir haben keine Attacke zum Aufladen. Wir können aber, ja. Was ist das jetzt für ein blauer Glibber hier? Keine Ahnung. Was das für ein Glibber sein soll. Warum ist hier. Bei dieser Plattform gibt, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, aber oder warum die überhaupt hier sind, verstehe ich nicht so ganz. Fallschaden gibt es in dem Spiel ja nicht. Aber okay, das ist jetzt auch, wie gesagt, ist ja 100%, ja, 100% klar und auch blind für mich. Ich weiß jetzt selbst nicht, was hier auf mich zukommt. Was passiert jetzt wieder? Ah, wir bekommen unseren Helfer wieder dazu. Sehr schön. Damit er den Kuchen isst. Ach so, wir kommen. Ah, okay. Damit er den Kuchen isst. Und der Kuchen, der wächst auch wieder nach. Okay, alles klar. Erstmal sammeln wir hier die Looms ein. So, den Kuchen sollte jetzt noch nicht. Soll er den Kuchen essen oder soll er den Kuchen nicht essen? Ich gehe erstmal da oben lang. Weil es hier noch diese Looms hier gibt. Sieh mal einer an. Sieh mal einer an. So kommen wir an die Looms. Okay, perfekt. Gibt es hier oben noch irgendwas? Nein. Das war schon wieder verkackt. Sehr schön. Lass mich noch einmal hier bitte zurück. Damit ich da oben die Looms noch einsammeln kann. So, perfekt. Okay, wie kommen wir denn jetzt? Ne, da unten das darf er natürlich nicht aufessen. Und zwar muss ich ihn dann jetzt sagen, ess das mal bitte. Genau, dann kommen wir auch hier weiter. Was ist denn jetzt hier los? So, gibt es hier oben noch irgendetwas? Aber wofür gibt es den? Nö, scheint nicht so. Okay, da ist unser erster Kleinling, den wir befreien können. Sehr schön, aber wir gehen trotzdem nochmal den unteren Weg hier lang. Aber so wie das aussieht, gibt es hier rein nichts mehr. Ich dachte, wenn er die Looms da kaputt macht, bekommen wir die Scheiße? Ah, ich weiß jetzt nicht, wie knapp bemessen das ist mit den. Oh fuck, jetzt. Okay, alles klar, jetzt bin ich trotzdem nochmal gestorben. Hatte ich eigentlich nicht vor. So soll das nämlich gemacht werden, damit man die Looms auch mitbekommt. Na schön. Okay, da muss man echt aufpassen. Wann man seinem Helfer hier sagt, er soll den Kuchen essen, damit er nicht die Looms und wahrscheinlich dann später auch Kleinlinge nicht einfach in den Tod stürzen lässt. Ja, aber hier gibt es auch nichts mehr weiter. Dann gehen wir mal hier nach unten und
Du triffst uns bitte nicht. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es hier mal in dem Kuchen dann Bonuslevel geben wird. Und man dann auch natürlich aufpassen muss, dass man die auch wirklich findet. Weil wenn man sagt, sein Helfer soll hier den Kuchen nicht essen, dass man die Bonustüren dann übersieht, ne? Bis jetzt, was, 300 erst? Du hattest den nicht mal auf 300? Das ist schon krass. Okay, das haben wir hier ganz gut gelöst. Und wie kommen wir jetzt da nach oben? So, ne, ja. Und hier wird es den ersten Bonusraum geben, sehr schön. Ich habe Waffen und Rüstungsschmiede. Du hast sie nie gemacht? Ja gut, okay. So, wie kommen wir jetzt hier an den Loom dran? Wir müssen die Lava umleiten, so wie es aussieht. Aber jetzt kommen wir da nicht mehr vorbei. Ach so. Verstehe. Wir müssen ihm sagen... Nee, warte mal. Jetzt stehe ich schon wieder hier ein bisschen auf dem Schlauch, ne? Wie kommen wir denn jetzt... Ach so, doch. Das war, okay, das war gut. So. Jetzt hier lang, jawohl. Und jetzt müssen wir nämlich sagen, dass er die Lava hier umleiten soll. Ja. So kommen wir dann an den Kleinling. Sehr schön. Finde ich auch richtig gut gemacht in dem Spiel hier, wie die das manchmal so mit richtigen Rätseln so verbinden, dass man sehen muss, ah, wie kommt man da jetzt wirklich an den kleinen ran, den man braucht. Richtig, richtig geil gemacht. Und war das der erste Raum? Das war auch der erste Raum, so wie es aussieht. Sehr schön. So, da unten warten noch Münzen auf uns. Die nehmen wir mit. Oh, ohne zu sterben am besten. Nice. Was gibt es hier? Gibt es hier irgendwas? Naja, gibt es nichts. Okay. Die Looms haben wir auch bekommen und jetzt will er hier schneiden, aber warum will er denn da schneiden? Jetzt geht er ach so. Fuck, jetzt habe ich zu früh. Okay. Zu früh auf Aktion gedrückt. Machen wir das nochmal. Er kann nämlich anscheinend. So, ich dachte, ja. Okay, hat doch so funktioniert, wie ich es mir dachte. Okay. Jetzt habe ich nur ein bisschen die... Haben wir da, ich hoffe nicht, dass wir da oben was verpasst haben. Das werde ich jetzt nicht nochmal überprüfen, weil es schwierig ist, ansonsten da nochmal raufzukommen. Ja, jetzt habe ich ihn... Ich wollte... Fuck. Habe ich es jetzt schon wieder versaut hier mit für die Looms da oben? Ich glaube schon, ne? Schauen wir mal. Okay, in die Richtung, in der man zuerst den Kuchen schneidet, in der wächst der auch direkt zuerst wieder nach. So. Nee, wir sollten nochmal an die Looms drankommen. Wenn wir die jetzt hier nicht... Nee. Ach, fuck, okay. Wir kommen da oben jetzt echt nicht mehr hin, ne? Ich glaube, das habe ich jetzt hier echt versaut. Naja, scheiße. Ich hoffe, die Looms reichen am Ende. Ah, fuck! Ah, Mann! Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass die Looms höchstwahrscheinlich nicht reichen werden. Kommen wir da nochmal hin? Nee, wir kommen da nicht mehr hin. Fuck, dass die da aber auch runterrollen, ey. Scheiße, Mann. So, jetzt gehen wir hier auf Nummer sicher. Nehmen wir erstmal den kleinen Ding mit. Und versuchen dann nochmal dich hier zu besiegen. Und ja. Weil wir ihn jetzt nicht besiegt haben anscheinend.
Bekommen wir die Looms nicht, ne? Okay, das wird hundertprozentig, gehe ich mal leider von aus, nicht reichen. Aber wollen wir es nochmal wagen? Einmal probiere ich es noch. Aber oh, doch! Nice! Jetzt sind wir doch nochmal hier nach oben gekommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gewollt war, dass man da nochmal zurückkommt. Aber ist mir auch scheißegal. Hauptsache, wir sind nochmal da. Und die Looms konnte ich wenigstens nochmal sammeln. Perfekt. So. Ach, da ist nochmal Kuchen. Dann machen wir den Kuchen mal nicht ganz kaputt. Also ein bisschen muss ich mich an den Kuchen halt noch gewöhnen, ne? Ist auch das allererste Mal, dass ich hier mit dem arbeiten muss, mit dem Kuchen. So. Jetzt schneiden wir ihn nur hier, ja. Aber die Frage ist jetzt, gibt es hier oben noch was, wenn wir die Blöcke runterfallen lassen? Nee, nee, okay. Oh, fuck! Glück gehabt. Da ist der Kuchen schon wieder viel zu schnell nachgewachsen, eher als ich gedacht hatte. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Der Kleinling darf natürlich nicht runterfallen. Sonst ist er für immer verloren. So, den haben wir. Da unten gibt es nochmal Looms zum Sammeln. Wir dürfen aber ja, so war das, denke ich mal, richtig. Ich lasse trotzdem den Block jetzt hier nochmal runterfallen. Aber hier oben scheint es auch nichts mehr zu geben. Okay. Wo ist der zweite Bonusraum? Wo ist der zweite Bonusraum? Fuck. Oh, fuck. Brauchte, dass ich es jetzt nicht brauche, eigentlich nur für die Legis. Ja, ja, okay. Verstehe. So. Ja, den Loom müssen wir uns jetzt nochmal natürlich schnappen. Aber wie komme ich jetzt gleich an den Loom-Käfig da am besten dran? Wie komme ich jetzt hier am besten an den Loom-Käfig dran? Eigentlich ganz einfach, ne? Eigentlich ja ganz einfach. Ja, hier gibt es auch nichts mehr. Und wo ist jetzt hier der Haken? Ja, aber wir können ja nichts anderes tun, als den Block hier runterfallen zu lassen, ne? Okay. Mir fehlt der zweite Bonusraum. Wo? Wo ist der zweite Bonusraum? Ich habe jetzt schon wieder. Aber gut, jetzt haben wir auch erst die Hälfte der Looms gesammelt, wobei ich mir auch eigentlich ziemlich sicher bin, dass wir da nicht so viele von verpasst haben. Hier unten ist der zweite Bonusraum. Der war ja, okay. Der war ja mehr als offensichtlich. Oh, fuck. Ich habe mir die lilanen Looms verkackt und da ist schon wieder. Ah, okay. Fuck, okay. Ah, wie der von der Wand da einfach abspringt. Weil es da wieder diesen scheiß Aufwind gibt, ne? Gar nicht so easy. Aber jetzt haben wir wenigstens schon mal die Chance, die Looms mitzunehmen. Ja, jetzt waren es alle lila. Sehr schön.
Spring doch nicht so von der Wand da ab, Mann. Das regt mich mega auf. Junge, 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 ey. So. Wenn ich jetzt da kaputt schneide, dann fällt doch die Lava auf... Ah, stopp. Wir machen erstmal nur da kaputt. Genau, lassen die Lava dann nämlich runterfließen. So. Damit es ein bisschen schneller geht. Okay. Ja, so war das angedacht. Und haben jetzt auch diesen Kleinling im zweiten Bonusraum. Sehr schön. Sehr schön. Okay, da sind wir perfekt gelandet. Jetzt wie viele Kleinlinge fehlen uns jetzt noch? Drei. Drei Kleinlinge fehlen uns noch. Die sollten kein Problem sein, weil sich hier unter der Erde schon der schon einer versteckt hat und uns jetzt nur noch zwei fehlen. Okay. Ja, wo ist der Haken? Doch eigentlich relativ einfach. Ja, keine Ahnung, wo da jetzt die Schwierigkeit war. Manchmal machen die dann so richtig einfache Rätsel. Will ich mich nicht beschweren, aber manchmal sind sie halt so richtig, richtig schwer und... Okay, da will er, dass ich auf der rechten Seite runterspringe und jetzt müssen wir aufpassen. War mir wieder klar, dass jetzt hier solche Passagen kommen und Alter, war das knapp. Fast hätten uns die Stornen wieder getroffen. Da... Noch eine Münze... Die sammeln wir mit. Und damit haben wir schon die 600 Looms gesammelt in dem Level. Sehr schön. Und da erwartet noch ein Kleinling. Jawohl. Einer fehlt uns noch. Ein Kleinling fehlt uns noch. Gibt es hier links noch irgendwas vielleicht? Glaub nicht. Oder? Ah! Nee, da stirbt man. Okay. Dann stirbt man da halt eben. Boah, fuck. Bewegen tut er sich automatisch, ja. Nur ich muss ihm halt mit Aktion, also mit Dreieck oder Y sagen, wann er zu schneiden hat oder zu essen hat und wann nicht. Aber bewegen tut er sich automatisch, ja. Oh Gott. Geht ja auch wieder runter hier, fuck, ey. Okay, hier darf ich nicht allzu lange warten. Und da ist der letzte Kleinling. Sehr schön. Dann haben wir hier hinten den Level. Jetzt habe ich zu spät geschnitten. Ey, fuck. Okay, den kleinen Ding brauchen wir nochmal. Hier sind wir jetzt also ein bisschen unter Zeitdruck in dem Level. So. Dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Und ich muss ihm natürlich weiterhin sagen, dass er hier schneiden soll. Jawohl. Und damit haben wir das Level auch geschafft. Zu 100%, wenn ich mich nicht... ganz täusche. Gehen wir mal durch das Ziel. Ja, das sieht gut aus. Alle drei Pokale, alle drei Abzeichen und alle Kleinlinge. Und jetzt bin ich am Überlegen. Rubbeln einmal glückslos auf. Weil wir schon ziemlich weit in diesem Part hier vorangeschritten sind. Oh, ein Back to Origins Gemälde, nice. Fortgeschritten sind. Und aber der Part jetzt ein bisschen zu kurz wäre, um den schon zu beenden, machen wir jetzt, glaube ich, einmal das Rettet-Level und nicht das nächste Level, was kommen wird. Das passt, glaube ich, besser als ganze Level sind nämlich immer, habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, ziemlich lang eigentlich, finde ich. Die sind schon ziemlich lang, die Level meistens. Also man braucht schon so 15 bis 20 Minuten,
wenn man gründlich ist, alles absucht, nichts verpassen will, alles sehen will, braucht man schon seine 15 bis 20 Minuten in einem Level. Das ist schon ordentlich. Deswegen würde ich sagen, rettet Estelia. Machen wir mal das Level Rettet Estelia. Wenn es auch zu lange dauern sollte, hat aber jetzt nur Schwierigkeitsstufe 2. Kann ich ja immer noch schneiden. Aber probieren wir jetzt erstmal das Rettet Estelia Level. Gibt es wieder nur 3 Kleinlinge zu sammeln. Also denke ich auch mal nur wieder 150 Lumens für das goldene Abzeichen. Ah, das ist wieder ein Scrolling Level. Ja, 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 okay. Scrolling Level habe ich immer schlechte Erfahrungen gemacht. Aber wenn das jetzt so bleibt, ist das ja gar nicht. Wow, da ist der erste Kleinling. Den haben wir mitbekommen? Haben wir mitbekommen. Sehr schön. Okay, paar Looms verpasst. Mal gucken, wie streng die hier sind. Mit der Anzahl der Looms. Aber bis jetzt ist das relativ gut machbar, weil ich will. Okay, ein paar Looms wieder verpasst. Das war auch knapp. Boah, da muss das Timing echt genau stimmen. Und wann man in den Aufwind benutzt und wann nicht. Das ist der zweite Kleinling, haben wir. Haben wir. Da gibt es wieder Aufwind. Aber selbst wenn es 300 sind und das ist der letzte Kleinling. Ja, ich glaube, selbst wenn es 300, müssen dann 300 Looms sein für das goldene Abzeichen. Dann haben wir sogar direkt im First Try dieses Rettet Estelia Level geschafft. Das war jetzt aber nicht sonderlich schwierig, aber ich will mich nicht beschweren. Oder sind es 350? Ne, es sind 300 Looms für das goldene Abzeichen. Okay. Ja, sehr schön. Die Estelia, die gucken wir uns gleich in der hellen Galerie mal an. Neue Tür freigeschaltet. Die neue Tür schauen wir uns dann auch nochmal an. Aber erstmal rübbeln wir unser Glückslos hier auf. Boah, 5 Looms. Krass, 2000 Looms dafür bekommen. Sehr schön. So, neues zurück zu den Ursprüngen. Ja, rettet Olympia. Ach so, das ist die nächste Tür, die nächste, das nächste Rettet-Level freigeschaltet, dachte uns nur, okay, perfekt. Dann gehen wir jetzt aber einmal in unsere Heldengalerie nochmal zurück. Wo sind wir? Ach, hier sind wir im Hauptmenü, ja. Warte, einmal gehe ich hier nochmal zu Back to Origin. Ich möchte einmal. Ach so, jetzt müssten wir hier alles einmal, weil dieses Ausrufezeichen, das nervt mich immer so ein bisschen, aber es geht ja nicht eher weg, bevor wir die Level gemacht haben, ne? Dann ignorieren wir die Ausrufezeichen, dass es da etwas Neues gibt einfach, so lange. Oh, jetzt habe ich den. Nein, so. Wo ist denn jetzt unsere Heldengalerie hier? Da, da ist unsere Heldengalerie. Und wir gehen zu der Estelia. Diese Prinzessin aus der Fiesta de los Muertos Welt feiert das ganze Jahr durch, aber als ihre Welt angegriffen wurde, war sie die erste, die sich dem Feind entgegengestellt hat. Die nehmen wir dann jetzt mal für die nächsten Level. So, gehen wieder in die Hauptgalerie. In unsere dritte Overworld, Fiesta de los Muertos, und schauen uns noch einmal an, wie das nächste Level heißt. Da, Schwierigkeitsstufe 2 auch wieder nur. Faule Früchtchen, damit geht's dann direkt weiter.